Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute geht es mal ganz kurz um das Thema, ja, Europawahlen. Die stehen ja jetzt demnächst an. Und ja, da sollte jeder eigentlich mal überlegen, an den Wahlen teilzunehmen. Denn es gibt, ja, sage ich jetzt mal, einige Dinge, die betreffen viele Leute, die betreffen eigentlich alle Leute. Also ich sag's mal, diese ganze Problematik mit Artikel 13, gut, jetzt ist es dann irgendeine andere Nummer geworden, das ist natürlich ein Punkt, wo bestimmt viele Leute hin zur Wahl bringt, denn man will hier natürlich möglicherweise ein Exempel statuieren an den Parteien, die das durchgedrückt haben. Das ist auf alle Fälle sinnvoll. Und zum anderen, und das ist, glaube ich, für die meisten Leute der wichtigere Punkt, sollten wir zusehen, dass wir Parteien wählen, die also wirklich was für den Klimaschutz machen wollen. Denn das, was momentan eben abläuft in Europa an Klimaschutz, ist halt einfach nicht wirksam genug. Ja, was bedeutet das Ganze für den Wähler? Der Wähler sollte halt, ja, sich vorher informieren, welche Parteien wollen was tun für den Klimaschutz, welche Parteien wollen zum Beispiel auch etwas tun, damit die Abgase noch stärker reguliert werden, dass hier wirklich das ganze Thema mitbehandelt wird, denn Klimaschutz und Abgase, das geht mit einher. Das sind zwei kombinierte Themen, da muss man auf alle Fälle beides in die Hand nehmen. Wenn man das eine eben machen will, den Klimaschutz, da muss man das Thema Abgase auch mit in die Hand nehmen. Und auch wichtig ist natürlich, dass man nicht nur den Verkehrssektor betrachtet, sondern alle Sektoren betrachtet, was die Emissionen betrifft, und das hoffentlich wird dann auch von der nächsten, ja, Legislative im EU-Parlament dann hoffentlich getan. Ja, jeder kann vorher schauen, und zwar gibt es wieder, wie bei den meisten Wahlen, einen Wahlomaten. Beziehungsweise gibt es nicht nur einen Wahlomaten, es gibt auch noch mehrere, also eine Konkurrenz sozusagen, Veranstaltung dazu gibt es auch. Und da sind einige Thesen halt eben eingetragen. Zum einen ist also, ja, natürlich auch der Klimaschutz mit drin als eine These, und da kann man also dann schon mal schauen, okay, welche Partei trifft es denn, sage ich mal, am besten. Wenn man jetzt auch noch das Ganze mit dem Artikel 13 verbinden möchte, dann ist eigentlich schon klar, welche Parteien man nicht wählt. Die sind ja hinreichend bekannt. Wie gesagt, bleibt natürlich jedem selber überlassen, aber ich hoffe, dass das auch berücksichtigt bleibt, denn so ungestraft kann man das Ganze, sage ich jetzt mal, nicht davon kommen lassen. Es wird auch wahrscheinlich so sein, dass da ein großer Anteil von Stimmen von den zustimmenden Parteien wegfließen wird. Jo, meine Empfehlung, sage ich jetzt, keine Ahnung, also wie gesagt, also ich würde einfach mal in den Wahlomat reinschauen. Es sind da die einschlägigen Parteien natürlich, die also das Ganze in Richtung Klimaschutz weiter vorantreiben wie die bisherigen Parteien. Ich glaube, 4 Stück habe ich ausgemacht, die also das, was man als Klimaschutz betrachten kann, in Frage kommen. 2 von diesen Parteien sind jetzt schon im EU-Parlament.
die Frage ist, ob halt die anderen beiden Parteien, die jetzt dann teilweise höher in der Bepunktung stehen, ich blende es hier mal ein, was bei mir rausgekommen ist im Wahlomaten, dass die Parteien, die halt so vielleicht höher dann eben in diesem Ranking stehen, ob die vielleicht halt dann sinnvoller wären. Ja, muss man mal gucken. Also die eine Partei, die da in der Liste drin ist, die hat sich erst neu gegründet wohl. Die gibt's, tritt zum ersten Mal an. Ja. Also ich denke, aus diesen, wenn man aus diesen Vieren eine auswählt, wird man, sage ich jetzt mal, ja, wird man also gut mit bedient sein. Ja. Jo, Europawahl, bin mal gespannt, wie dann das Ergebnis sein wird. Die Wahl zieht sich ja über mehrere Tage hin. Es ist ja nicht nur ein Tag. Also bei uns in Deutschland ist es halt traditionell der Sonntag. In anderen Ländern gibt es andere Tage, wo es traditionell eben gewählt wird. Und dann schauen wir mal, wie dann im Endeffekt das Parlament dann zusammenkommt. Ja, so schaut's aus. Geht hin zur EU-Wahl. Macht von eurem Wahlrecht Gebrauch. Setzt ein Zeichen für den Klimaschutz. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.